Okay, das Viech ist da. Huch. So. Hui. Oh mein Gott, ich steck an so einem Scheißding fest. Oh mein Gott. Was ist mein Waffengift? Eieiei. Ganz schön zickiger Dude. Ja, gut. Ich will auch nicht wissen, wie das eben gewesen ist, wo du das allein gemacht hast. Also ich überlebe solche Sachen übrigens nicht alleine. So. Wie die Mitteilung passt. Ich nicht. Ja.
Ich leider nicht. Ich sterbe recht schnell. Gut, ich könnte auch auf den gehen, aber ja. Aber Heilung habe ich auch. Zum Glück. Wollte ich aber auch. Ohne Heilung komme ich allein nicht großartig zurecht. Für heute habe ich es echt mit dem Rücken. Heute bin ich ein bisschen verspannt, glaube ich. Mal gucken, ob ich die 5 Stunden mit dem Rücken überhaupt hinkriege. Oh, Alter. Aber eigentlich ist es gerade nur der Nacken. Der Nacken, mein größter Feind. Hakumi habe ich aber auch nicht mehr, ne? Naja. Schade. Schade. Ich glaube, bis du hier bist, dauert's. Doch, da ist Hakumi. Ja, das kommt dann noch hinzu, Kitty. Das kommt dann noch hinzu. So, ich... Hab ich hier drin noch was? Ja, irgendwas habe ich hier drin noch. Jetzt. Und noch in diese Höhle. Dauert noch ein bisschen.
Ist recht günstig. So, und die Anreise kostet drückt das höher. Ja. Kitty, ich hätte noch nicht mehr die 75 Euro. Seid ihr ein weiterer Soldat der Trolle auf Walenberg Also, loslassen nee. will? Nee, du. Ist leider nicht möglich. Ihr klingt wie die Fürstin Nairuma, aber warum besteht ihr aus Eis? Wie können nach all diesen Jahren noch so viele meinen Namen kennen? Ja, ich bin Nairume. Ich hatte die Hoffnung, die Flut von Frosttrollen einzudämmen, indem ich ihren Ausstieg verschließe. Aber Eis ist die einzige Form, die ich in den Mauern meines Gefängnisses annehmen kann. Sagt mir, warum seid ihr hier? Bin auf der Suche nach einem Jeans-Umhang. Da seid ihr nicht die Erste. General Endare ist auf der Suche danach ebenfalls in mein Gefängnis eingedrungen. Ich werde euch helfen, Rajins Umhang zu suchen, aber nur, wenn ihr schwört, mich zu befreien. Warum braucht ihr meine Hilfe? Rajins Umhang ist der Schlüssel zu meinem Gefängnis unter der Falinesti-Winterstätte. Wenn ich nur seinen Saum berühren dürfte, würde er mir all meinen Hass auf Rajins Schatten nehmen und die Leere in mir mit Liebe erfüllen. Aber erst mache ich mir Lautenseiten aus seinen Gedärmen. Nur ein anderer kann mich sicher befreien. Ein grausamer und gehässiger Scherz. Sagt mir einfach, wo ich hingehen soll. Es gibt noch eine andere Höhle, die von einer reif bedeckten Tür versiegelt wird. Sie führt in mein Gefängnis. Wenn ihr schwört, mich zu befreien, dann werde ich euch Einlass gewähren, um dort über Rajins Umhang zu sprechen. Warum seid ihr so wütend auf General Endara? Ich war hocherfreut, nach so langer Zeit einmal wieder mit jemandem zu sprechen. Doch sobald sie erst einmal dort drin war, hat sie mich völlig ignoriert. Dann hat sie in ihrer Eile, Rajins Umhang zu finden, die Frosttrolle entfesselt. Was ist mit ihren Soldaten geschehen? Rajins Schatten hat sie als Schutz vor Eindringlingen in meinem Gefängnis zurückgelassen. Offenbar hatten sie noch nie zuvor das Fleisch von Meer oder Menschen gekostet. Doch sobald sie es erstmal getan hatten, verfielen sie in eine schreckliche Raserei. Wie lange seid ihr schon hier eingesperrt? General Endare sprach von einer zweiten Ära. Ich bin wohl in der ersten hier eingesperrt worden. Okay, ich schwöre euch zu befreien. Dann mal auf. Ich hasse Schnee. Weiß. So, kommt, lasst uns über Rajins Umhang sprechen. Ganz schön eisig hier. Ich bin hier drin. Okay. Nein. Mein Gefängnis hält mich seit Jahrhunderten in vollständiger Einsamkeit gefangen. Dennoch kamen heute zwei Besucher an einem Tag. Aber wir haben wenig Zeit. General Endare ist tiefer in das Gefängnis vorgedrungen. Wie machen wir weiter? Nehmt diesen Ring. Er ist mein Ehering und die einzige Sache, die mir an diesem elenden Ort irgendetwas bedeutet. Solltet ihr ihn ins innere Gewölbe bringen, kann ich mich euch in eisiger Gestalt anschließen. Ich werde euch vor den Gefahren warnen und euch gegen sie beistehen.
Das ist eine gute Erfahrung. Oh, eiskalt, das ist ignoriert, no. Ja, eiskalt trifft's ganz gut. Nice. Eisgewölbe. Nice. Möchte ich unbedingt rein. Was ist, wenn General Endare Rajins Umhang hat? Wollt ihr, dass ich gegen einen General des Dominions kämpfe? Ihr habt geschworen, dass ihr mich befreien würdet. Vergebt mir. Die Aussicht auf Freiheit verdirbt meine Manieren. Das ist mal keine Wörter. Alter Kitty. Bereit seid. Ich werde euch dafür ist Masuna doch zuständig für sowas. Wohlwillens Verrat an euch selbst zu begehen. Und da habt ihr euch heimlich abgesprochen. Wie könnt ihr mir im inneren Gewölbe helfen? Ich war keine Magierin, als Rajins Schatten mich aus Falinesti entführte. Aber ich habe jeden Flecken dieses eisigen Gefängnisses genauestens studiert. Unter großen Mühen habe ich gelernt, seine Energie anzuzapfen. Dadurch war es mir möglich, das eisige Konstrukt zu erschaffen, als wir uns begegnet sind. Also, dass ich da irgendwie muss das auch übernehmen. Oh, Alter. War klar. Kann euer Konstrukt mir im Inneren des Gewölbes helfen? Richtet meinen Ehering auf einen beliebigen Gegner. Ich kann ihn als Fokus nutzen, um eure Feinde kurzzeitig einzufrieren. Ich bin bereit. Ich bin hier schon so lange gefangen. Wieder die Sonne auf meinem Gesicht zu spüren. Denkt nur an den Genuss. Bei dem Wort Genuss denke ich eigentlich eher an was zu essen. Ja, klar. Natürlich trete ich da rein. Okay. Boah, ich friere, wenn ich das alles hier sehe. Oh mein Gott. General Endaris Soldaten waren dem inneren Gewölbe nicht gewachsen. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet. Merkt man. Auf Wiedersehen, meine Freundin. Ich habe immer noch kein Edelsteinvorkommen gefunden. Warte mal, besiegt zwei Anführer in der... Ah. Ach ja, okay. Oh, ich muss noch mehr von den Viechern besiegen. Ach nö. Die Frage ist, zählten jetzt die draußen oder zählten die drinnen? Hm. Bin auf der Lücke, wie ein Eisbär auf der Scholle. Hallo Masuna. Der ist ja wieder am Lurken. Ja, ja. So kriegst du also deine Punkte fürs Trinken zusammen. Hm?
Warte, dein Portal. Das da? Das, was da so leuchtet? Nee, glaub nicht. Ich will's aber auch nicht ausprobieren. Vielleicht erfriert es mich auch einfach komplett. Rosthöhle trifft's eher. Eliidenbrunnen. Okay. Nee, es ist ein Brunnen. Mit Magie. Was er tut, keine Ahnung. Das ist dumm. Bin schon wieder in irgendwas reingelatscht. Auch wieder eine Falle. Okay, jetzt habe ich ein bisschen aufgesogen. Ja, ich kann es halt. Kann ich wie, aber das kann ich. Aua. Ich habe einen klappernden Schädel gefunden. Ihr werdet ihn mir niemals wegnehmen! Wer seid ihr? Und warum zieht ihr diese Frosthexe hinter euch her? Raus damit! Weil der Kälte kein Wunder, dass der klappert. Ja gut, das stimmt. Ich bin wegen Rajins Umhang hier. Ihr? Ich bin ein hochdekorierter General des alten Meri-Dominions. Eine Heldin meines Volkes. Wer wäre besser dazu geeignet, über die Macht eines Gottes zu gebieten? Aber ich hoffe, dass es dir soweit gut geht. Königin Iren braucht ihn für ihre Bestätigungszeremonie. Aber ich habe Rajins Umhang gefunden. Warum sollte Königin Iren ihn tragen? Ich kämpfe schon länger, als sie lebt. Ich könnte auch zum Klepphaut haben. Möglich. Gebt mir Rajins Umhang. Nein. Ihr versucht mich zu überlisten. Den Gott der List überlisten zu wollen. Ha! Ich durchschaue eure Lügen. Ich werde ihn weder euch noch sonst irgendwem geben. Ihr werdet Rajins Schatten verfallen. Okay. Rajins Umhang ist mein. Geschafft. Nehmt Rajins Umhang, damit ihr mich befreien könnt. Okay. Gut, sie will halt einfach weiter rennen. Der anderen eine Volksstil ist übrigens ein. Nein, Masuna, einfach nein. Oh, es taut auf. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Ihr haltet ihn in euren Händen. Nun gilt es, meine Bande an dieses furchtbare Gefängnis zu zerstören. Wie kann ich euch befreien? Das Entfernen von Rajins Umhang aus dem inneren Gewölbe hat die Magie des Gefängnisses geschwächt. Jetzt müsst ihr sie ein für alle Mal austreiben. Was? Nein!
Das muss ich tun. Rajivs Umhang ist ein trügerisches Ding, besonders angesichts der Verzauberungen, die seinen Träger binden. Legt ihn in die Feuerschale in der Mitte dieses Raumes und er wird den Fluch ersticken, der auf mir lastet. Keine Sorge, dem Relikt wird nichts geschehen. In Ordnung, ich werde den Fluch brechen. Bald werde ich diesen Ort verlassen und nach Hause zurückkehren. Ich hatte schon fast sämtliche Hoffnung aufgegeben. Ja, und dann kamen wir. Hätte übrigens gerne mal in den Klapp. Ein Alter. Werte Nairume, ihr habt meine Liebe zurückgewiesen und ich verweigere euch die Heimreise. Fleht um Vergebung, überzeugend. So werde ich die wandelnde Stadt wieder an ihren ursprünglichen Ort zurückbringen. Was? Könnte dieser Abschaum ganz Falinesti verschwinden lassen? Er hat die wandelnde Stadt mitgenommen? Er hat mein Heim gestohlen? Oder ist das noch eine seiner Lügen? Was werdet ihr jetzt tun? Was könnte ich anderes tun, als mein Zuhause aufzusuchen? Doch jetzt ist das alles so anders. Das hört sich zurück in die Klappe. Die Klappe macht doch was. Danke für dein Glück. Was das bedeuten soll. Ohne jemanden, der mir Führung schenkt, könnte ich genauso gut vor Rajins Schatten auf die Knie fallen und mich seiner Gnade ausliefern. Das passt perfekt. Ich mache nämlich gleich kurz Pause. Muss ich mich gleich ganz dringend wohin. Naja. Jetzt, wenn du das vergessen würdest. Warum fragt ihr nicht Brelor? Er hat mir von Rajins Umhang erzählt. Wirklich? Dann muss ich Brelor finden und schauen, was er über Falinesti weiß. Ich sollte ihn aufsuchen und wieder mit eigenen Augen den Himmel sehen.